Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um E.ON und Innogy. Natürlich vor allem um die Übernahme der Innogy durch E.ON. RWE gibt die ehemalige Tochter ab, E.ON übernimmt die. Es gibt einen kleinen Tausch von Geschäftseinheiten innerhalb von RWE und E.ON. Das Ganze haben wir in zwei Videos ja schon mal auseinandergenommen. Die beiden werde ich natürlich am Ende dieses Videos wie immer verlinken. Ich wollte mal ein bisschen zusammenfassen, was sich seitdem so ein bisschen getan hat. Es sind ja Monate vergangen, aber so viel Neues gibt es eigentlich gar nicht zu erzählen, weil natürlich jetzt gerade der eigentliche Prozess abläuft und natürlich die Innogy als Marke jetzt auch sehr zeitnah verschwinden wird. Jedenfalls bei der letzten Hauptversammlung von Innogy hat man festgestellt, naja, also der Umsatz im vergangenen Jahr war in etwa der gleiche wie vorher, der hat sich gut gehalten, aber der Gewinn ist um 39% eingestürzt. Und deswegen zahlt man natürlich jetzt auch keine Dividende an die Aktionäre. Das Ganze war natürlich so in etwa auch schon im Plan der E.ON vorher enthalten. Man hat das berücksichtigt. Es hat sich aber natürlich jetzt einfach schon mal gezeigt, dass die Transformationskosten, die Innogy ja abzuwickeln, schlussendlich sich jetzt schon sehr deutlich im vergangenen Jahr auf den Gewinn eben ausgewirkt haben. Gleichzeitig kann die E.ON jetzt schon mit weit über 90% der Aktien der Innogy sich als praktisch der Gewinner dieser gesamten Geschichte sehen. Das Ganze steht also kurz vor dem Abschluss. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass natürlich noch nicht alle Aktien bei der E.ON gewesen sind und dementsprechend der sogenannte Squeeze-Out stattfinden wird, bei dem eben die restlichen Aktionäre eine ja, Abfindung bekommen in Höhe von 42,82 € pro Aktie und sie praktisch ja, die Aktien weggenommen bekommen und dafür eben das Geld ausgezahlt wird. Das ist aktienrechtlich möglich, wenn ein einzelner Aktionär eine bestimmte Anzahl von Anteilen bereits hat und die hat E.ON mit den über 90% ja schon erreicht gehabt. Was ist so jetzt der aktuelle Stand von E.ON ansonsten? Da natürlich hier auch einfach ein sehr paralleles Geschäft mit übernommen wurde. E.ON war ja schon die größte Marke in Deutschland, was den Vertrieb angeht, und hat mit Innogy immer den Hauptkonkurrenten gehabt. Das Gleiche ist aber auch zum Beispiel in Großbritannien so. Da ist E.ON eine sehr große Marke und Innogy aber auch eine sehr große Marke, hat dort verschiedene Beteiligungen. Und tatsächlich ist auch der britische Markt ein relativ komplizierter wegen verschiedenen regulatorischen Vorgaben, Preisobergrenzen und so weiter. Das ist aber ein komplett anderes Thema. Jedenfalls hat man gesehen, dass dort also viele parallele Strukturen gelaufen sind, viele Mitarbeiter in beiden Gesellschaften ja das Gleiche tun. Und wenn man diese Gesellschaften nun zusammenzieht, dann braucht man viele Mitarbeiter nicht mehr. Und so wird es darauf hinauslaufen, dass ja in Deutschland über die nächsten Jahre etwa 5.000 Arbeitsplätze zwischen E.ON und Innogy wegfallen werden. Und auch in Großbritannien mehrere tausend Arbeitsplätze wegfallen werden. Und so rechnet man für das Jahr 2022 bereits von Synergien des Zusammenschlusses in Höhe von etwa 740 Millionen Euro. Synergien sind hier die Metapher für Kosteneinsparungen, weil man vor allem natürlich auch Mitarbeiterkosten spart, Personalkosten spart, weil man die Mitarbeiter, die ersten schon mal nicht mehr beschäftigt. Deswegen aber natürlich auch verschiedene andere Prozesskosten, Infrastrukturkosten, administrative Kosten und so weiter auch wegfallen. Das ist so der Hauptansatz, warum hier tatsächlich am Ende ein besseres Ergebnis auch dastehen wird. Man lässt also einfach verschiedene Dinge nicht mehr doppelt machen, sondern jetzt eben dann nur noch aus einer Perspektive. So kann man natürlich auch sagen, dass natürlich die E.ON jetzt gerade ganz aktiv dabei ist, die Prozesse von E.ON und von Innogy in den verschiedenen operativen Bereichen zu vergleichen und schlussendlich auch zu sagen, wo funktioniert was wirklich besonders gut. Und dann aus dieser Analyse heraus zu sagen, diese Innogy-Dinge behalten wir. Diese E.ON-Dinge behalten wir und so finden wir am Ende das beste Unternehmen überhaupt. Das kann man so ein bisschen sagen, dass es tatsächlich aktuell noch läuft, die besten Bereiche aus beiden Welten zu finden und die dann am Ende auch zusammenzuführen. Das ist ja ganz normal. Jedenfalls jetzt Ende März, am 25.03. gab es den Capital Markets Day und eine Bilanzpressekonferenz von der E.ON, bei der eben so die aktuellen Zahlen des vergangenen Jahres vorgestellt wurden, der Geschäftsbericht natürlich vorgestellt wurde und man dort eben auch sehr schön herauslesen kann, was da so der aktuellen bilanziellen, geschäftlichen und so weiter wichtigen Faktoren und Aspekte sind, Kennzahlen sind. Wer sich für sowas interessiert, das kann man alles online finden, wenn man einfach mal nach E.ON Geschäftsbericht 2019 googelt. Da gab es unter anderem aber auch dieses komische Gerücht, dass die E.ON die
Tesla Gigafactory in Berlin-Brandenburg mit Strom beliefern, versorgen würde. Das war hier ein ganz klares Missverständnis, was die Presse einfach nicht verstanden hat. Das habe ich in einem anderen Video schon mal erwähnt. Tatsächlich geht es nur darum, dass die Gigafactory an das E.ON EDIS Stromnetz angeschlossen wird. Das heißt heute nur noch EDIS Netz AG. War früher E.ON EDIS, gehört immer noch zu zwei Dritteln dem E.ON Konzern. Also es ist ein reiner Netzanschluss, es hat nichts mit Stromversorgung zu tun, da werden keine Megawattstunden geliefert. Nur der technische Anschluss wird über den E.ON Konzern schlussendlich abgebildet. Und zwar gezwungenermaßen, weil EDIS dort nun mal der Netzbetreiber ist. Von daher, großes Missverständnis. Was passiert als nächstes? Es war für den, ich meine, 13. Mai die Hauptversammlung von E.ON angesetzt. Die ist wegen der Corona-Krise dann verschoben worden. Man hat eher ursprünglich gesagt, im Juni soll das Ganze jetzt stattfinden. Hat man nochmal geändert. Am 28. Mai findet eine virtuelle Hauptversammlung der E.ON Aktionäre statt. Das ist durch eine Änderung des deutschen Aktienrechts jetzt also auch gut möglich. Das machen auch andere große Konzerne. Und das ist immer relativ spannend, weil tatsächlich jetzt mal Digitalisierung in so einer Ebene auch ankommt. Jedenfalls an diesem 28. Mai ist also diese digitale Hauptversammlung. Wer da nicht teilnehmen kann, weil er zum Beispiel auch nicht Aktionär von der E.ON ist, bin ich auch nicht, der kann an diesem Tag aber trotzdem sich schon mal den Kalender markieren und an einer anderen Veranstaltung von uns teilnehmen. Wir werden dort nämlich mit einem Partner voraussichtlich ein sehr, sehr interessantes Webinar oder Livestream oder was auch immer, wie wir es noch nennen werden, veranstalten zu einem ganz wichtigen Thema der Energiewirtschaft. Von daher den 28. Mai einfach schon mal im Auge behalten. Ihr werdet es dann rechtzeitig hier nochmal beworben hören. Ja, soweit eigentlich zu den aktuellen Entwicklungen rund um E.ON und Innogy. Es ist schlussendlich weiter vorangeschritten. Die Marke Innogy ist nicht mehr so präsent. Es geht gerade darum, die Prozesse zusammenzuziehen. Und die Marke wird es einfach demnächst wirklich auch offiziell verschwinden. Die letzten Aktionärstätigkeiten laufen noch. Und dann wird man irgendwann die potenziellen Synergien durch diesen Zusammenschluss auch sehen. Zum Beispiel auch im Smart Metering Markt, wenn dann eben E.ON Metering und Energy Metering zusammengeführt sind und wahrscheinlich der Moloch der Branche sein werden, sobald die Corona-Krise dann auch mal wieder vorbei ist. Ja, soweit dazu. Habt ihr Fragen? Schreibt ihr unten in die Kommentare. Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Hier sind nochmal die beiden vorigen E.ON Energy Videos und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.